Kapitän und willkommen zu einem neuen Taktik-Tipp. Diesmal geht es um Zerstörer und zwar taktische Entscheidungen. Tipps und Hinweise zu taktischen Entscheidungen beim Zerstörerfahren. Wir nehmen einfach mal hier die Shimakaze stellvertretend für alle Torp-Zerstörer. Also nicht die Gunboats, sondern die mit Torps hauptsächlich arbeiten. Das fängt an mit der taktischen Entscheidung, welche Torp setze ich ein, wenn ich kann. Hier habe ich 8 Kilometer Torps drin. Tja, und natürlich ist auch Taktik zu entscheiden, wie macht man das mit dem Kapitän. Alles auf Torps. So, und jetzt hier Matchmaking werden wir gleich mal anhalten, weil hier geht es auch schon los mit den taktischen Entscheidungen. Man guckt sich erstmal an, wer spielt eigentlich mit wem in der Divi auf der Gegenseite. Und hier haben wir nur eine, aber okay. Dann muss ich natürlich sehen, was für Radarkreuzer sind da und welche DDs habe ich gegen mich. Ganz wichtig, dass man wirklich sich das einfach mal anschaut und nicht einfach nur guckt, wer spielt gegen einen, also die Namen, sondern wirklich auch die Schiffe. Und vor allen Dingen dann, was können die? Also Moskwa hat Radar, Z-52 und Smallland sind auch nicht ungefährlich, weil die Z eben Hydro hat und die Smallland auch Radar hat. So, und nun geht das Ganze los und das Ganze im CV-Spiel. Das ist ja auch wichtig, dass man weiß, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Also da muss man sich gleich von Anfang an im Klaren sein, was kann hier passieren. Und das sind Überlegungen, die man anstellen muss, bevor man ins Gefecht geht. Natürlich kann man auch, wenn man Schnelldenker ist, jetzt drüber nachdenken. Und wenn man ein fotografisches Gedächtnis hat, sieht man das Matchmaking auch immer noch vor sich. Aber ich denke mal, für den Großteil der Spieler wird das nicht zutreffen. Und deswegen muss man sich da diese Zeit, die man hat, diese 30 Sekunden in der Regel nehmen. Einmal drüber gucken. Sich überlegen, was können die Einzelnen und dann loslegen. Und schon hat man nämlich beispielsweise jetzt es leichter zu entscheiden, starte ich den Boost gleich von Anfang an oder nicht. Und ich habe den Boost natürlich gestartet, weil ich mir gesagt habe, ich will möglichst schnell ans Cap ran. Tja, nun kommt hier der CV und nun der Versuch, dem Ganzen auszuweichen. Aber nein, abbremsen hat nichts genützt. Er hat mich leider gespottet. Jetzt ist auch die nächste Entscheidung, AA an oder nicht an, und ich mache sie an, aber ich mache sie auch gleich wieder aus. Weil ich natürlich jetzt durchgängig hier gespottet bin vom CV, ja, und dann sieht man eben auch schon, was passiert. Du bekommst Beschuss. Und ganz, ganz wichtig, um taktische Entscheidungen treffen zu können, immer auf die Minimap gucken. Ich habe jetzt da gesehen die Shimakaze, ich habe gesehen die Smallland, ich habe gesehen die Moskwa und ich habe gesehen, dass der CV mich hier anfliegt. Die Schlachtschiffe da hinten, die sind erstmal völlig out of order für mich. Die interessieren mich gar nicht. Weil mit 8 Kilometer Torps komme ich da sowieso nicht hin. Aber ich kann versuchen jetzt, und deswegen fahre ich hier außen rum erstmal, ich kann versuchen, Torps in den Nebel zu setzen. Und da ist die Shima rausgefahren. Also kann ich natürlich hier Torps auf die Shima und ein in Nebel und nochmal. Und jetzt ist mir eine Sache klar. Ich beginne zu cappen. Also wird jetzt entweder die Smallland, und da ist es auch schon, oder die Moskwa Radar ziehen. Das war von vornherein klar. Und deswegen muss ich jetzt sehen, dass ich die Inseln hier zum Schutz nehme. So, die Shima ist raus. Und ich kite jetzt hier einfach weg. Ich kann sowieso nicht durchcappen. Keine Chance. So, jetzt kommt von unserer Seite hier Radar. Und jetzt kann ich natürlich versuchen, von hier aus meine Position ein wenig zu verändern und zu verbessern, um von hier nochmal auf die Smallland mitschießen zu können. Ja, ein bisschen Schaden haben wir schon gemacht. Und jetzt kann ich natürlich da auch wieder reinfahren ins Cap und kann sozusagen gegenblocken. Aber ich muss natürlich auch wieder sehen, dass da hinten irgendwo diese Moskwa auch ein zweites Mal noch radern könnte oder aber die Smallland eben noch den zweiten Radar ziehen kann. Einer von beiden hat mich eben noch nicht geradert. So, und die Smallland hat unsere Grotowa rausgeschossen. Das ist nun mal das Problem. Die Smallland ist einfach verdammt stark. Tja, und hier eben jetzt auch nochmal der Versuch. Also der muss natürlich raus. Zum einen wollen wir hier durchcappen und zum anderen ist das ein ganz, ganz ernstzunehmender und übler Gegner. So, und da hat das auch geklappt. Die Monterna hat die Smallland rausgeschossen, bevor die hinteren Türme rum waren. Ist mir egal. Ich muss den Kill nicht machen. Ich muss jetzt wieder überlegen, nächste taktische Entscheidung. Was mache ich hier mit unserem Petropavlovsk? Der ist nun mit nach vorne gefahren. Der hat uns als Zerstörer hier richtig unterstützt. Tja,
Also, helfen wir ihm. Einfach ansagen, dass man eine Nebelwand setzt und ihn einnebeln. So, und ich habe ja auch gesehen, wie weit die Moskwa weg ist. Thunderer und Kremlin sind für meine Torps zu weit weg. Das macht keinen Sinn, dahin zu torpen. Aber wenn die jetzt möglicherweise, und so sieht es ja fast aus, also beim Thunderer sieht es eindeutig so aus, da wegrennen, dann kann es sein, dass diese Moskwa mitrennt. Warum soll der alleine hinter seiner Insel stehen bleiben? Deswegen also Torps da hinsetzen, für den Fall, dass der jetzt rausfährt. Zum einen kann ihm dann unsere Petropavlovsk einen in die Seite geben, ohne dass er das weiß, dass er da steht. Oder wenn er es nicht richtig mitbekommen hat. Also der steht auf jeden Fall da genebelt. Tja, und dann eben meine Torps und dann könnte das unter Umständen passen. Könnte. Das Spiel ist meistens ein Könnte. Dass jetzt der CV hier außenrum fliegt. Tja, aber Moskwa ist rausgefahren. Genau das ist passiert. So, dann versuche ich das auch nochmal hier. Auch wenn der CV mich jetzt spottet. Aber wenn die Moskwa einen Brand bekommt. Drei Nichtdurchschläge. Naja, ist dann halt auch so. So, Boost rein. Warum? Klar, ich will jetzt den Schlachtschiffen hinterher. Die anderen haben zwei Zerstörer hier an diesem Cap verloren. Und sie haben einen Kreuzer jetzt verloren. Also mit anderen Worten, hier ist nicht mehr viel zu tun für uns. So, und das ist natürlich jetzt die nächste taktische Überlegung gefragt. Was machen wir? Tja, Antwort ganz einfach. Spotten. Aufgabe eines Zerstörers, auch im CV-Match, spotten. Und solange ich die offen halte, können die Beschuss kriegen. In dem Moment, wo ich da jetzt nicht mit Boost hinterher fahre, sind die irgendwann mal zu. Gerade weil eben auch Thunderer und Kremlin eine relativ gute Verborgenheit haben. Tja, und dann können meine Verbündeten einfach nicht mehr schießen. Und dann fahren die natürlich auch hier bei uns am Cap rum und fragen sich, was sollen wir tun? Und sind dann nur noch Opfer des CV, der sie anfliegen kann und die können auf niemanden zurückschießen. Also insofern ist das wirklich ganz, ganz wichtig. So, da geht der CV auf. Und ein CV hat natürlich in so einem Spiel eine übergeordnete Bedeutung. Ein CV kann Spiele entscheiden. Der schlechtere CV verliert meistens, der bessere CV gewinnt meistens. Das heißt, man muss auch wieder überlegen, macht es Sinn, ein CV zu jagen als DD? Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, nein, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, jetzt zu sagen, ich fahre oben auf die A-Linie und versuche jetzt den CV zu snipen. Weil dann bin ich die ganze Zeit raus aus dem Match und das schwächt mein Team. Aber wenn ich das verbinde mit dem Spotten jetzt hier, dann kann das nachher spielentscheidend sein. Weil wenn die anderen keinen CV mehr haben, dann sind die deutlich geschwächt. Und deswegen fahre ich jetzt hier auch, und das ist die nächste taktische Entscheidung, am Cap vorbei. Ich cappe nicht. Ganz bewusst nicht. Wir haben zwei Caps. Und ich will nicht, dass die irgendwo wissen, wo ich bin. Und in dem Moment, wo ich cappe, wissen die genau, wo der gegnerische Zerstörer ist. Also insofern fahre ich jetzt hier hoch und versuche, den CV offen zu halten. Und natürlich versuche ich jetzt, hier ranzufahren und eben nicht gesehen zu werden. Und solange der mich nicht spottet, werde ich nicht gesehen. Und will jetzt mal versuchen, hier von hinten auf den Kremlin drauf zu torpen. Das ist natürlich immer so eine schwierige Geschichte. Von hinten, von vorne torpen. Tja, das heißt eine Lenkbewegung und alle Torps laufen ins Leere. Von der Seite torpen ist natürlich schöner. Aber es ist jetzt eben so, dass ich hier nicht torpen kann von der Seite. Und jetzt versuche ich natürlich hier auch wieder von den Torpfliegern wegzukommen. Ganz, ganz schnell wegzukommen. Dass der mich auf gar keinen Fall spottet. Und ich schieße natürlich auch nicht. Also dieser Thunderer hier vor mir ist natürlich ein verlockendes Ziel. Ich komme da ran und ich könnte ihn rausschießen. Ja. Aber das können meine Verbündeten auch. Ich spotte ihn ja. Und in dem Moment, wo ich jetzt schieße, ist für mich hier mein Angriff sozusagen vorbei. Und wenn man sich das anguckt, wir haben schon 5 verloren, die anderen erst 3.
Wir sind von den Punkten her deutlich hinten. Tja, aber da hat dann der Conqueror den Thunderer getroffen und jetzt ist er raus. Jetzt haben die anderen auch schon 4 verloren. So, und es geht natürlich jetzt weiter für mich. Ich will jetzt dann den CV rausnehmen. Das ist die Entscheidung überhaupt. Ich schaue natürlich auch immer noch auf die Minimap. Wo sind die gegnerischen DDs? Und die sind beide zumindest zuletzt gesehen worden dort im R-Cap. Also, die sind weit weg. Hier kann mich außer dem CV keiner spotten. Das ist für mich jetzt wichtig. Jo, und jetzt versuche ich hier mit meinen 8-Kilometer-Torps auf die Kremlin, der jetzt gedreht hat, zu torpen. In der Hoffnung, dass der jetzt nochmal eindreht auf unseren Conqueror und nicht in dieser Richtung weiterfährt. Tja, und die Ohio kriegt natürlich auch einen Torp. So, und jetzt heißt es für mich hier smoken, weil, klar, ich will nicht gesehen werden. Tja, unser Thunderer ist jetzt auch raus. Also jetzt sind wir nur noch zu 5. 5-7. Heißt jetzt gar nichts. Das kann jetzt ein Doppelschlag werden. Aber dazu, jo, der eine hat getroffen. Und was ist mit dem Kremlin? Ja, die laufen aus. Ja, so, und nun, okay, haben wir aber auch unsere Z verloren. Und jetzt haben wir unsere Bourgogne verloren. Und jetzt ist es nur noch 3-6. Tja, ich hau jetzt hier mal den Boost rein, weil ich will jetzt ran an den CV. Wenn die keinen CV mehr haben, ist unser CV möglicherweise in der Lage, das zu kompensieren. Dieses 3-6, das ist zwar heftig, aber wir haben immer noch 2 Caps. So, natürlich jetzt erstmal abbremsen. Das Problem, was ich jetzt hier nur sehe, ist, ich werde den vermutlich so gar nicht raustorpen können. Weil wenn ich jetzt torpe und der die Torps dann kommen sieht, weil der die irgendwie über ein Flugzeug spottet, dann kann er sich da rausdrehen. Das heißt, ich muss mich jetzt einmal zeigen. Er muss wissen, oh, da ist die Shima und um Gottes Willen. Auch wenn es ein deutscher CV ist, der jetzt mit der SEC kommt. Aber ich gehe davon aus, dass er jetzt von mir wegfährt und abhauen will. Und das bedeutet, er wird Breitseite zeigen. Und das wiederum heißt für mich, meine Torps können ihn besser treffen, voller treffen und richtig treffen. Und dann muss ich damit leben, dass er mich jetzt spottet. Es heißt ja bei 3-5 jetzt ja nur noch, alles riskieren. Ich verstehe immer nicht, warum die Spieler in dem Moment, wo es wirklich eigentlich darum geht, ja, verloren haben wir schon sowieso halb, nicht sagen, okay, jetzt versuche ich nochmal alles und versuche mein Team zu retten. So, CV haben wir rausgenommen. Jetzt ist es 3-4. Und die anderen haben keinen CV mehr. Und ich versuche natürlich jetzt hier auch ganz langsam durch den Kartenrand zu glitschen. Genau deswegen, damit ihm auch eine Yamato daneben schießen darf. Und ich versuche natürlich auch die Flieger hier runter zu holen, damit ich jetzt nicht dauergespottet bin. So, jetzt ist natürlich aber auch allen klar, wo ich bin. Trotzdem ist es jetzt so, dass wir einen Vorteil haben. Wir müssen jetzt nur sehen, dass wir ein drittes Cap bekommen. Und deswegen ist es für mich auch ganz klar, jetzt ist meine Aufgabe erst einmal hier cappen. Das Cap liegt direkt vor mir, also hinter, und zwar schnellstmöglich. Solange mein Boost noch aktiv ist, ran da. So, unser Conqueror könnte jetzt vielleicht sogar hier diese Yamato noch rausschießen. Aber der kriegt jetzt da Dauerfeuer, ja, weil die Yamato ihn spottet, kann da die Harugumo, und da kommt auch die Z, kann die Harugumo sich da, oh, an der Harugumo ist aber nicht mehr viel dran. So, jetzt ist der Yamato auch raus. Jetzt ist es 3-3. Tja, nächste taktische Entscheidung. Was mache ich? Schieße ich jetzt auf die Z oder schieße ich nicht? Und meine Antwort ist nein, ich schieße nicht. Ich werde auch erstmal nicht torpen. Das Wichtigste, was jetzt aus meiner Sicht zu machen ist, ist, ich muss unseren Conqueror schützen. Ich muss dem helfen. Es gibt keinen gegnerischen CV mehr, der ihn spotten könnte. Wenn wir ihn also hinter einer Nebelwand verbergen, kann die Harugumo nicht mehr auf ihn schießen. Er kann überleben, er kann sich hochheilen und möglicherweise das Ganze hier überstehen. So, die Harugumo ist 11 Kilometer weg. Okay, so. Und unsere
Hakuyo kann den natürlich jetzt da attackieren. Ah, jetzt nebelt er sich. So, wichtig ist jetzt wirklich auch, dass der Conqueror wieder weiß, dass wir ihn einnebeln. Und jetzt ziehe ich die Nebelwand so, dass ich frühzeitig anfange zu nebeln, dass er, wenn er jetzt dreht, auch von der Z nicht gespottet werden kann. Denn wenn ich jetzt erst anfangen würde zu nebeln, tja, wo sollte der denn hin, damit er nicht mehr gespottet wird? Also, das muss man sich überlegen. Und die nächste Überlegung ist, ich werde einen Torp, auch wenn es nur 8 Kilometer Torp sind, in Richtung der Harugumo setzen. Weil wenn der jetzt gleich kein Ziel mehr hat, kann es natürlich sein, dass der da rausfährt. Ja, jetzt fährt er natürlich nicht mehr raus. Der Conqueror hat ihn getroffen im Nebel. Also, die Grundüberlegung war, Harugumo hat 12 Kilometer Torps. Und der könnte natürlich, wenn er jetzt kein Ziel mehr hat, nach vorne fahren, um seine Torps noch abzuwerfen, bevor er rausgeschossen wird möglicherweise. Also, gut. Jetzt hat sich das erledigt. Nun ist hier die Frage Z. Da ich RPF habe, kann ich jetzt pingen auf der Minimap und kann meinem CV eben zeigen, da flieg mal hin, da ist er. Und ich habe wieder einen Blick auf die Minimap und sehe, der Gegner capped unten das Cap. Also insofern müssen wir jetzt hier sozusagen das nächste Cap cappen und müssen sehen, dass wir wieder bei 2 Caps bleiben. So, und jetzt heißt es natürlich für mich hier auch schießen, weil wenn die Z raus ist, dann haben wir natürlich den entscheidenden Vorteil. Aber ich muss mir noch eine Sache überlegen, und zwar, dass jetzt die Hindenburg, und das ist der Kreuzer, der noch im Spiel ist, der jetzt drüben cappt, dass der auch mit seinem Flieger über diese Insel schießen kann und hier das Cappen zurücksetzen kann. Und das will ich natürlich auf gar keinen Fall. Es kann nachher, und es ist ja alles sehr eng beieinander, es kann tatsächlich um Sekunden des Ticks gehen, sozusagen. Also, dass man wirklich sagt, wir verlieren dieses Spiel, nur weil der jetzt einmal hier zurückgesetzt hat. Und ja, da kommt es auch schon von ihm. Also, ran an die Insel. Hier kann er mich nicht mehr treffen. Keine Chance. So, und da ist die Z. Und da werde ich auf jeden Fall jetzt mal zur Sicherheit Torps hinhauen. Aber ich werde natürlich von hier aus auch wieder mitschießen. Keine Frage, vor allen Dingen, weil unser CV ihn jetzt ja auch getroffen hat. So, durchgecappt haben wir auch. Wir haben wieder 2 Caps und wir haben jetzt auch die Z. So, und jetzt ist hier die nächste Frage, was tun? Und eigentlich ist die Antwort ganz simpel. Blick auf die Uhr. Es sind noch 3,5 Minuten zu spielen. Also selbst wenn ich jetzt hier einmal quer runterfahre zum C-Cap. Ich kann das eh nicht mehr cappen. Ich brauche es auch nicht cappen. Weil wir haben 2 Caps. Wir haben auch genügend Vorsprung, um zu gewinnen. Wir müssen jetzt nur eine Sache machen. Wir müssen D verteidigen. Ja, da ist die Hindenburg aufgegangen und ganz klar, sein Auftrag ist logisch. Er muss versuchen, D noch zu kriegen. Und einen von uns rauszuschießen. Diese Kombination würde vermutlich reichen, um zu gewinnen. Also müsste unser Conqueror jetzt die Entscheidung treffen, er fährt hinter die Insel, lässt mich jetzt spotten, oder den CV, und schießt von einer Position aus, von der er nicht mehr gesehen werden kann. Das wäre taktisch klug. Und meine Entscheidung ist natürlich jetzt hier, ich fahre da ran und versuche zu toppen. Also, ich versuche, D zu verteidigen. Mir geht es gar nicht darum, die Hindenburg rauszutorben. Na klar, würde ich das gerne machen, aber das ist nicht das. Ich will das Spiel gewinnen. Ja, und an unserem Conqueror ist auch nicht mehr viel dran. So. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Also, wir haben jetzt 950 Punkte und trotzdem ist das noch nicht safe. So, unser Conqueror schießt. Mal sehen, ob die Hindenburg zurückschießt. Weil die Frage ist ja, sieht sie ihn oder sieht sie ihn nicht? So, ja. Und jetzt Hydro. Klar, dass der Hydro hat. Ist mir aber auch ganz recht. Warum ist mir das recht? Weil ich ihn sozusagen aus dem Cap rausziehen will. Ich will ihm die Chance geben, mich jetzt zu jagen. Ich bin ja noch Full HP gewesen gerade.
Und aus dem Winkel braucht er auch einen Moment, um mich rauszuschießen. Also, das ist so eine Geschichte. So, Basis verteidigen. Ihm muss jetzt eigentlich klar sein, keine Chance. Der wird da nicht durchkeppen. Also, kann ich jetzt hier wieder sagen, alles klar. Nebel außerhalb seiner 6 Kilometer bleiben und alles ist gut. So, jetzt kann er mich hier nochmal sehen. Das ist gar nicht weiter schlimm, weil er kann mich aus dem Winkel eigentlich nicht rausschießen. Und ich fahre wieder aus seinen 6 Kilometer Torps raus. Also aus seiner 6 Kilometer Reichweite und aus seinen 6 Kilometer Torps fahre ich weg. Ja, und nun hat er unseren Conqueror tatsächlich rausgeschossen. Und nun ist das hier ganz, ganz eng zusammen. Und wäre der jetzt länger im Cap gewesen, hätte der also die Ticks aufgehalten, hätte das möglicherweise alles ganz anders ausgehen können. Insofern, wichtige Entscheidung, den da rauszuholen. Und natürlich, sein Hydro läuft noch. Also sehe ich zu, dass ich jetzt hier hinter die Insel komme, weil hier kann er mich nicht mehr beschießen. Da kommt er nicht rüber. Und es tickt durch. Und jetzt haben wir das Ding hier ganz, ganz knapp tatsächlich auch gewinnen können. Ja, am Ende des Tages sind es dann knapp über 100.000. Dieses Ergebnis ist letztlich nur nochmal so eine Gesamtansicht. Wichtig ist hier eben, die Basis erobert und eine Eroberung unterstützt, also zwei Caps geholt, zweimal das Cap verteidigt, auch das ist ganz wichtig. Die Kills, ja, der CV-Kill, das war im Prinzip hier die Entscheidung. Und das war wirklich die Entscheidung des Spiels. So, hinter unserem Conqueror kriegen wir mit 2255 auch Platz 2. Also alles soweit finde ich ganz gut. Und nun kann man natürlich hier nochmal schauen. Wie gesagt, der CV-Kill, das entscheidende Momentum finde ich. Und natürlich, dass die Zeppelin rausging auch. Wichtig hier auch nochmal, knapp 120.000 Schaden durch Aufklärung. Das ist eben das, was ihm auch ein Zerstörer ausmacht. Spotten. Spotten, dass die Verbündeten Schaden machen können. Also, im Großen und Ganzen ist das jetzt für mich das Taktikvideo zum Thema Zerstörer, taktische Entscheidungen. Insbesondere hier natürlich bei Torp-Zerstörern. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Auch gleich die Glocke aktivieren, damit du Nachrichten bekommst, wenn neue Videos online gehen. Schreib jetzt gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Zerstörer fahren, spotten, torpen. Und versuch es umzusetzen, was du gesehen hast. Und dann schreib rein, ob es geklappt hat. Und ich freue mich aufs nächste Mal.